Willkommen hier beim Kanal vom Erzgebirge 80. Heute gehen wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Und zwar gab es im Jahr 2018 ein Video über die Netatmo-Wetterstation. Und ich bin ganz oft gefragt worden, wie macht sich die Station? Was kann ich damit anfangen? Gibt es da mal noch ein Feedback danach mit ein bisschen Abstand? Und das seht ihr heute hier. Bei mir auf dem Kanal. Das Feedback zur Netatmo-Wetterstation. Also, bis gleich. Ja, heute wollen wir uns mal die Netatmo-Wetterstation ein paar Monate nach dem Betriebnahme anschauen. Einfach mal schauen, was waren die Möglichkeiten, was ging nicht. Es ist ein treuer Begleiter geworden im Alltag, aber man muss halt auch immer wieder sagen, wo Licht ist, ist auch Schatten. Der Schatten ist aber eher gering. Das ist eigentlich eher nur ein Kritikpunkt an der Firma Netatmo. Ansonsten muss ich deutlich sagen, auch nach langer Zeit, ich bin noch zufrieden damit. Wir schauen uns das Ganze heute in der Netatmo App an. Wir machen auch mal einen Ausflug in die WeatherPro App vom iPad, damit ihr seht, auch da lässt sich Netatmo einbinden. Wir reden mit einer netten Begleiterin hier bei mir im Büro. Lass uns von dir heute auch mal das Wetter ansagen. Ja. Und ansonsten gibt es ein kleines Fazit natürlich am Ende des Videos, so wie es sich gehört. Also. Dann legen wir mal los. Ja, und jetzt wollen wir mal in die Netatmo-App reinschauen und wählen es uns mal aus. Und jetzt seht ihr schon mal so die aktuellen Wetterdaten. Wir haben heute den 16. Februar. Das ist ein wirklich angenehmer, warmer Tag. Ihr seht es. Außenanzeige 15,3 Grad. Das heißt, hier habt ihr die Außentemperatur, Wetter sonnig, relative Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, gefühlte Temperatur, der Taupunkt, entsprechend Ozonwerte. Der Regenmesser, der ist aktuell nicht installiert. Das hat einen einfachen Grund, der funktioniert nämlich im Winter so nicht. Erkläre ich dann auch noch was dazu. Ja, 7 Kilometer Windgeschwindigkeit aus Südost. Maximal heute waren es 30 km pro Stunde und einzelne Böen auch 21 km pro Stunde. Das heißt, hier habt ihr von dem Außenbereich schon mal sehr viele Informationen. Hier unten haben wir dann die Anzeige, das ist einmal das Schlafzimmer, das sind dann noch 23 Grad, Wohnzimmer 22,2, Bad 18,4. Hier im Büro haben wir 21 Grad Celsius, wo wir uns gerade aufhalten. Ja, ihr seht es nochmal noch Zusatzinformation, der sogenannte CO2, also Kohlendioxidwert, ist noch angegeben. Eine Mindesttemperatur, ehe ich heute ins Büro bin, war es nicht geheizt. 9 Grad, höchstens 21,9. Die relative Luftfeuchtigkeit ist noch angegeben. Dann habt ihr das Ganze auf einer Landkarte. Wenn ihr hier draufklickt, dann seht ihr ganz viele Netatmo-Stationen und könnt auch jeden, der das freigegeben hat, gucken, ob die Temperaturen in der Nähe stimmen, anders sind. Das ist immer ganz interessant. Ja, das schließen wir mal wieder. Und wollen Sie euch mal so in dieses Thema hier reingehen, wie die Wettervorhersage ist, weil auch das kann die Netatmo-Wetterstation ordentliche Vorhersage treffen. Also ihr seht es heute zwischen 10 und 12 Grad.
ist noch ein bisschen höher geworden. Dann für morgen 5 bis 13 Grad. Also ihr habt dann auch entsprechend, ich sag mal, die Temperatur, so eine Art Spanne drin zwischen Tag und Nacht. Das geht wirklich sehr gut. Habt dann mit einer Wettervorhersage bis zum nächsten Freitag, den 22. Also das ist wirklich zuverlässig. So, gehen wir auf den Graphen rein. Und da wählen wir mal einfach die. Könnt ihr alle Geräte, die ihr habt, auswählen. Wir nehmen mal das Wettermodul, was im Freien ist. Dann habt ihr heute die Tageswerte und dann seht ihr, wie die Temperaturen entsprechend schwanken. Ihr könnt dann mit Pitch to Zoom das Ganze auch rausgehen und könnt euch damit natürlich einen längeren Zeitraum holen. Das sind dann mehrere Phasen. Hier seht ihr, war mal ein Ausfall drin. Den erkläre ich euch dann auch gleich, wie das zustande kam. Hier seht ihr, das ist mal ein Hochwert. Also wir haben letztes Jahr am Tag der Installation, das war der 23. August, wie die Temperaturen dann hochgegangen sind bis zu 30,4 Grad am 13. September. Dann, ich sag mal, hier haben wir immer so diese Abschnitte. Also das heißt, ihr könnt auch hier wirklich gucken. Komplettzeiten. Hier ist dann da so etwas hellgrau, dunkelgrau. Das erkennt man, denke ich mal, auch ganz gut. Hier geht es dann runter in den Januar rein, in dem hellen. Also das funktioniert wirklich sehr gut. Das heißt, ihr habt präzise Werte. Höchstwert, unterster Wert. Meistens das dann der Tag-Nacht-Wert. Nicht unbedingt, aber meist. Ja, wenn wir hier rein scrollen, könnt ihr das dann auch als Graph mit den einzelnen Messpunkten euch tagtäglich anschauen. Hier ist eine Lücke. Hier war nämlich mal wieder eine Batterie alle passiert. Und deshalb dieser Wert. Jetzt schauen wir mal einfach rein, gucken mal. Ihr könnt das Ganze auch mit Luftfeuchtigkeit natürlich euch anschauen. Wie hoch ist die? Entsprechend hier in unserem Breitengraden. Da habt ihr entsprechende Auswertung. Das ist also wirklich sehr gut gemacht. Regenmesser. Der kann natürlich jetzt hier keine großartigen Anzeigen bringen. Das hat einen einfachen Hintergrund. Der friert im Winter irgendwann mal ein, weil der nicht für diese kalten Temperaturen so geschaffen ist. Deshalb habe ich ihn dann irgendwann außer Betrieb genommen und reingeholt. Da wird dann erst jetzt, wenn es wieder wirklich dauerhaft über 0 Grad ist, wieder installiert. Das heißt, hier fehlt auch Februar kein energischer Messwert. Januar eigentlich nur halb fehlerhaft. Das habe ich dann ändern müssen, weil es hat mir nichts gebracht. Also im Dezember hatte ich ihn noch installiert gehabt und habe ihn dann aber hier so um Weihnachten rum komplett weggenommen. Das Problem ist, die Messgenauigkeit bei Schnee funktioniert eh nicht mehr. Das heißt, ihr habt da sowieso keine sauberen Angaben. Könnt ihr euch auch wegnehmen. Den Windmesser. Hier kann man natürlich ganz gut schauen, welche Geschwindigkeiten man hat. Ich wohne hier trotzdem ein Stück weit im Tal. Also das heißt, die Sturmböen, wenn Sturm war, das ist dann hier wahrscheinlich schon ein schwerer Sturm. Wir sehen das, hier haben wir 57 Kilometer pro Stunde in einem Schnitt gehabt. Das ist bei mir ungewöhnlich viel schon. Wie gesagt, ich wohne im Talkessel und ich kann den Mess Sensor auch nicht so hoch setzen, dass er aus dem Talkessel rauskommt. Dann müsst ihr ihn 200 Meter hoch installieren. Das ist eher schwierig. Ja, das heißt, hier seht ihr relativ präzise Angaben. Wir schauen uns einfach mal so im Wohnzimmer bei mir die Temperaturen an. Da haben wir mal einen Höchstwert drin. Wie gesagt, wenn man dann am 30. August, da war es auch in meinem Wohnzimmer ein bisschen wärmer gewesen. Ihr seht dann, wenn die Heizsaison normal ist in der Kältetemperatur, dann funktioniert das auch. Also da kann man wirklich präzise mit messen. Man kann die Graphen auch einzeln hochfahren. Das heißt, ihr könnt euch das sogar stundengenau anschauen. Ne? Wenn ihr sagt, wann hat zum Beispiel eine Heizung, die hat hier erst eingeschalten, irgendwann geht es auch wieder runter. Das heißt, präzise Angaben und präzise Daten auch dazu. Die Luftfeuchtigkeit könnt ihr recht gut messen. Das ist auch wieder so ein Graph, wenn ihr natürlich entsprechend heizt. Fällt sie, nicht geheizt, steigt die Luftfeuchtigkeit.
CO2, das ist so ein Grad der Luftgüte, die ihr in euren Räumen habt oder haben könnt. Ja, ihr seht, damit habt ihr alle Dinge drin. Ihr habt bei der Außentemperatur auch noch einen entsprechenden Luftdruck. Das heißt, ihr könnt gucken, wie der Luftdruck eventuell steigt oder fällt. Na, hier seht ihr es, also massiv gefallen. Ihr könnt entsprechend, das ist auch noch wichtig, Lautstärke messen. Das heißt, man sieht das auch. Schlafzimmer habe ich das stehen, dann kann man dann noch die entsprechenden Lautstärkewerte annehmen. Also jetzt kann man auch sagen, wie laut schläft man vielleicht oder wie laut ist das Wohnzimmer, je nachdem, wo ihr die Station, die Hauptstation, die Zentrale aufgestellt habt. Das Ganze hat hier natürlich auch noch ein Menü, das heißt, ihr könnt hier auch reingehen in die Einstellungen. Da habt ihr, wie heißt es, Mont Station Meteo. Und hier seht ihr auch die Station, entsprechend Ortsbestimmung. Dann habt ihr die Namen für die einzelnen Module. Ihr habt auch immer eine Anzeige, wie der Akkustand ist. Ja, das heißt, ihr habt, seht, wie gut ist die Funkverbindung. Die ist zum Büro leicht, zur Zentrale nicht ganz so gut. Alle anderen haben. Wie gesagt, der Garten ist ein bisschen weiter weg. Da sieht man das auch ansonsten. Aber sie sind alle verbunden, finden das alle. Auch Meldungen einrichten, das funktioniert sehr gut, indem ihr sagt, ihr wollt wissen, gibt es Unwetterwarnungen, Frostmeldungen, Druckabfälle, niedrigste Temperaturen. Das heißt, könnt ihr euch anzeigen lassen, ein hoher CO2-Anteil, sehr hoher CO2-Anteil, Regenbeginn, Sturmwind. Also ganz viele Informationen, die ihr haben wollt, bekommt ihr. Ihr könnt, das habe ich eingestellt, bei mir mal Temperaturen über 30 Grad bekomme ich eine Meldung, Temperaturen unter 5 Grad, das heißt, wenn irgendwas nicht mehr, selbst ein Frostschutz heißt, heizen sollte. Ich lasse mir einen hohen CO2-Anteil anzeigen und einen niedrigen CO2-Anteil. Das heißt, wenn irgendwas zu niedrig ist, dann habe ich wahrscheinlich zu sehr gelüftet oder das Fenster vergessen. Das ist schon ein kleines Safety-Feature. Ihr habt für den Außenbereich auch noch Informationen, nämlich starker Regen, wo ihr auch schauen könnt, oder starker Wind. Das heißt, hier einfach der Hinweis, diese Daten könnt ihr selber einstellen. Hier könnt ihr euch selber Kriterien entsprechend aller Module festlegen und die kriegt ihr dann als Push-Mitteilung auf euer iPhone, iPad, wo immer auch hin. Also funktioniert wirklich sehr gut. Hier könnt ihr das entscheiden, werden Sie mitwirkender, also wollt ihr eure Daten von der Außenstation anzeigen lassen, überall. Was ich vorhin euch gezeigt habe in der Karte, wo ihr die vielen Messwerte seht, wenn ihr hier Nein anklickt, also das machen wir so, dann seid ihr aus dem raus, euer Symbol ist nicht erkennbar für Fremde. Wenn ihr Ja macht, dann kann es Fremde euch auch sehen und sieht auch eure Messwerte. Finde ich, ist so ein bisschen Gemeinschaftswerk, muss man sich überlegen. Ihr habt hier die Möglichkeit, auch noch neue Module oder andere Stationen hinzuzufügen. Braucht man nicht unbedingt. Amazon Alexa for Weather Station, das habe ich auch. Also man kann, das ist wichtig, das auch einrichten, dass ihr euch die Daten dort ansagen lasst. Machen wir dann auch mal kurz im Test, um es euch zu zeigen. Ja. Cuvicon ist bei mir integriert, das heißt, mein Magenta Smart Home sieht die Daten auch entsprechend. Und das Ganze geht auch noch zu Weather Pro, die App, die vielleicht mancher User auf iPad oder iPhone kennt. Das zeige ich auch, wie die Daten dort integriert sind. Das ist eure Messstation, gibt euch dort auch die Daten unterwegs wieder. Das heißt, ihr habt auch in der Ferne Zugriff. Ja. Das sind so die großen Informationen zur Nutzbarkeit. Also ihr könnt da wirklich sehr schön mitarbeiten. Ihr habt immer die Möglichkeit, euch auch zusätzliche Technik natürlich zu kaufen über einen entsprechenden E-Shop. Ihr könnt die Module verschieden noch ergänzen. Also ich habe für jeden Raum ein einzelnes Wettermodul. Ich empfehle das auch, damit man es dann wirklich ordentlich sauber unterscheiden kann. Hier müsst ihr aber festlegen, wie viel euch das Ganze wert ist. Der Spaß ist ja, wie schon im ersten Video gesagt, nicht ganz billig.
Ja, jetzt wollte ich mal nochmal in die Wetterpro-App reinschauen, einfach um euch mal so ein bisschen den Vergleich zu zeigen. Ihr habt jetzt hier oben meinen Standort, das heißt das, was über GPS kommt. Und da seht ihr es, da bringt er jetzt 9 Grad gefühlt, 7 Grad. Also das wäre jetzt Eibenstock, mein Heimatort, als grobe Wetterangabe. Und jetzt gehen wir euch auf die Mont Station Meteo. Und dann seht ihr eine viel präzisere Angabe. Ihr könnt auch die Daten der Vergangenheit hier durch euch ein Stück weit mit anschauen. Ihr habt den Regenmesser entsprechend, ihr habt den Innensensor, also könnt ihr die Innendaten euch mit anschauen. Es ist alles dabei. Das heißt, ihr habt in der Wetter-App eure eigenen Wetterdaten drin. Und das nicht nur hier, wenn ihr zu Hause seid, das habt ihr auch, wenn ihr unterwegs seid. Also ein großer Vorteil, hat auch eine entsprechende Wettervorhersage, wo sich der Graph hin entwickeln wird. Wichtig ist immer bei der Installation, also die 15 Grad sind wirklich realistisch. Das ist auf einer an der Schattenseite angebracht. Das heißt, es ist nicht in der prallen Sonne. Das ist auch wichtig, denn man will ja präzise Werte haben. Trotzdem so, dass es auch nicht in einem Kälteloch steckt. Das heißt, das ist wirklich heute der Außenwert. Und der ist präzise. Jetzt könnt ihr hier drauf schauen und sagen, Mensch, weicht von der Wertung ab. Das ist wahrscheinlich irgendwo in einem Stück in der Nähe vom Skihang gemessen. Das heißt, dort ist noch eine massive Schneefläche und über der Schneefläche wird es kühler sein. Das heißt, ihr kriegt hier reale Werte, die natürlich besser sind. Gefühlt minus 2 und hier habt ihr Enthauptung minus 2. Das stimmt nämlich, da sieht man es auch. Und das habt ihr hier 9 Grad gefühlt, 7. Hier habt ihr saubere Werte. Es gibt ja auch viele, die sagen, ich zeichne mir tagtäglich so das Wetter auf. Wie war es? War es gut? War es nicht gut? Dafür gibt es immer einen einfachen Trick, den man dann vielleicht auch noch nutzen kann. Wir machen das mal einfach vor. Wir haben die Temperaturen. Und wenn ihr jetzt hingehen würdet und würdet sagen, ich nehme mir diesen Graph und mache das jetzt monatsweise. So, gehen für den November einfach groß genug machen, dass es nur mein November wird. So. Das Ganze sauber als Bildschirmdruck an den Drucker geschickt. Das können wir mal machen. Das ist auch, denke ich mal, für die meisten hier jetzt kein Problem. Wir drücken einfach mal drauf. Ich habe jetzt natürlich keinen Farbdruck, also klack, wir haben ein Bild gemacht. Wir machen das Ganze mal noch ein bisschen kleiner. Mal den kompletten Zeitraum, ja, damit man mal so ein bisschen den Blick dafür kriegt. Und klack. Ja, jetzt haben wir das Ganze gedruckt. Jetzt gehen wir mal in die Foto-App. So, jetzt sind wir erstmal in der Foto-App drin. Ihr seht, wir haben alles da. Und jetzt können wir das Ganze natürlich einfach mal ausgeben. Schicken es mal an den Drucker. Und machen mal einen Druck. Einen kleinen Augenblick dauern. Und dann zeige ich euch das mal. Ja, und so habt ihr nicht den Graph hier und jetzt habe ich es mal ausgedruckt. Ich habe es jetzt nur schwarz-weiß, aber ihr seht, hier habt ihr die 20 Grad Grenze, hier ist 40 Grad. Das heißt, ihr könntet, wenn ihr das wollt, jetzt muss ich mal das Bildschirm von direkt links, sonst wird es zu hell von unten. Ja, und dann habt ihr rein durch den Ausdruck, habt ihr die Temperatur, ne, für den Bereich außen und könnt ihr dann natürlich entsprechend sauber ablesen, wann ihr in welchen Graph ihr macht und wie das Ganze in der Größe justiert wird, könnt ihr dann entscheiden, brauche ich noch Wetteraufzeichnungen oder reicht mir die Netatmo-Station mit den Daten. Die kann ich mir bei Bedarf entsprechend ausdrucken, habe einen sauberen Abbild. Also gerade für Menschen, die jeden Tag sich vielleicht Wetteraufzeichnungen machen wollen, privat, ist eine gute Ergänzung. Ja, wollte ich auch mal die nette Begleiterin hier fragen, dass sie uns noch ein paar Informationen zur Verfügung stellt. Und deshalb, Alexa, frage Netatmo nach der Temperatur außen. Die von Mont Station Meteo gemessene Außentemperatur beträgt derzeit 15,3 Grad. Alexa, frage Netatmo nach der Luftfeuchtigkeit außen. Die aktuelle von Mont Station Meteo gemessene Außenluftfeuchtigkeit beträgt 31%.
Alexa, frage NetAtmo nach der Temperatur im Büro. Im Inneren ist es derzeit 20,8 Grad. Alexa, frage NetAtmo nach der Luftqualität im Büro. Der aktuelle CO2-Gehalt ist bei 1528 ppm. Ja, und ihr seht, auch das kann man alles schön abfragen. Das heißt, die Integration in Alexa funktioniert hervorragend. Ein großes Problem, was die NetAtmo-Wetterstation mit sich bringt, das war ich ein bisschen überrascht, habe mich auch ein bisschen geärgert, das sind die Akkus. Also NetAtmo liefert alle Teile, die man bekommt per Post oder auch per Kurier, egal wie, entsprechend immer mit Batterien aus. Und jetzt muss ich sagen, die Batterien sind das. Ich habe keine einzige der Batterien mehr im Betrieb. Ich habe die Station erst im Herbst in Betrieb genommen. Die Hälfte aller Batterien hat im Dezember schon den Geist aufgegeben und war leer. Und selbst das letzte Gerät, was noch war, das war das Außenmodul, das hat jetzt im Januar, das sieht man auch in dem Video, auch noch den Geist aufgegeben. Die Batterien der Module haben diese Bedingungen, dass irgendwo mal ein Jahr wenigstens Batterielaufzeit ist, nicht erfüllt. Jetzt gehe ich davon aus, ich habe mir das angeguckt, das sind alles einheitliche Batterien gewesen, war alles ein Herstellertyp. Liegt es an den Modulen, dass die zu viel Strom ziehen? Nein, das glaube ich wiederum nicht, denn ich habe entsprechende Duracell Industry Batterien eingelegt in die Module nach dem jeweiligen Wechsel und die haben bis heute nur sehr geringen Verbrauch. Also gehe ich davon aus, dass die Batterien, die mitgeliefert worden sind, einfach nicht mehr so gut gefüllt waren oder eher etwas minderwertiger waren. Das hätte ich natürlich, wenn ich so ein teures Gerät kaufe, schon erwartet, dass ich die auch in einen guten Zustand bekomme und die ein Stückchen halten. Also hier, liebe Firma NetAtmo, sucht euch einen anderen Akkuhersteller oder einen anderen Batteriehersteller. Das macht keinen guten Eindruck. Nicht, wenn ich für mehrere hundert Euro eine Wetterstation kaufe. Und wie natürlich bei jedem Video üblich, auch heute gibt es ein Fazit zu dem Ganzen. Und das muss ich einfach sagen, es ist in der Summe sehr gut. Die NetAtmo-Wetterstation war damals in einer guten Beurteilung und kriegt auch heute von mir nach einer längeren Betriebszeit wieder 2 Daumen hoch. Einziger Haken, und das ist ein Punkt, das sind halt die Batterien, die mitgeliefert werden. Ansonsten gibt es null Kritikpunkt. Die Anschaffung ist halt relativ kostenintensiv. Es gibt immer die Frage, amortisiert sich sowas? Wie soll sich das amortisieren? Ich kann damit weder Geld sparen, noch damit heizen, noch irgendwas machen. Aber, und das ist das Schöne daran, man hat auch nach über einem halben Jahr noch viel Freude damit. Und ich denke, auch nach 2 Jahren wird man noch viel Freude damit haben. Deshalb von mir eine Empfehlung, wer sich's anschaffen will, gerne. Wenn ihr Fragen dazu habt, auch zur Benutzung oder Hinweise braucht, wie irgendwas funktioniert dabei bei der Einrichtung, schreibt mir gerne einen Kommentar oder gerne auch eine Mail und ich gebe gerne zeitnah eine Antwort drauf. Damit möchte ich mich heute von euch verabschieden. Ich möchte mich fürs Zusehen bedanken. Hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über Kommentare natürlich wie immer freuen. Auch über den Daumen hoch oder ein Abo bin ich sehr dankbar. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns in Kürze wieder mit neuen Videos hier auf dem Kanal, auch neuen Geräten, die dann wieder vorgestellt werden in den verschiedenen Bereichen. Also, bis demnächst und viele Grüße, euer Erzgebirge 80, euer Matthias.